Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und ich zeige euch heute, wie man Bye Bye von Crow spielt. Ich werde nicht dazu singen, weil ich habe es einfach nicht hingekriegt. Das ist einfach nicht mein Stil zu singen. Ich kann das überhaupt nicht. Es klang voll scheiße. Und ich spiele euch einfach nur das Strumming vor, das ich mir dafür ausgedacht habe, und erspare euch das mit dem ganzen Text. Es ist nur ein Vorschlag, weil der Song ist ja im Original mit Schlagzeug und Klavier und Bass und so weiter. Und genau, ich zeige euch einfach die Akkorde und das Strumming, und ihr dürft dann selbst entscheiden, ob ihr das Strumming übernehmt und das so spielt, wie ich möchte oder wie ihr möchtet. Es ist an sich die ganze Geschichte, da kommen nochmal ein bisschen andere Akkorde im Refrain, aber an sich ist das Ding. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Chords. So, die Akkorde sind relativ übersichtlich. Ihr braucht zuerst ein A-Dur. Dann D-Dur. Dann Fis-Moll. Das ist Barré von E ausgehend als Moll-Barré im zweiten Bund. Und dann E-Dur. Das sind alle Chords, die ihr für die Verse braucht. Es gibt dann im Refrain, geht es noch weiter, da braucht man dann noch ein B-Moll. Das ist Barré von A ausgehend, A-Moll, im zweiten Bund. Und es gibt dann noch, man braucht dann auch nochmal E-Dur. Es gibt da aber eine Umkehrung, die ich gerne verwende, die ich euch noch anbieten will. Und zwar nehme ich nicht den hier, sondern ich spiele das Voicing. Das funktioniert so, dass man mit dem Ringfinger auf der E-Seite den vierten Bund spielt. Dann mit dem Ringfinger auch die A-Seite so berührt, damit die abgedämpft wird. Die soll nämlich nicht mitklingen. Dann mit dem Zeigefinger auf die D-Seite in den zweiten Bund. Und mit dem kleinen Finger auf die G-Seite auch noch in den vierten Bund. Und man spielt dann nur diese drei Seiten. Das heißt, ich lege immer den Ringfinger so ein bisschen schief und dämpfe dann mir die A-Seite ab und den kleinen und den Zeigefinger auch noch ein bisschen schief, vor allem den Zeigefinger, um die oberen Seiten auch noch abzudämpfen, damit wirklich nur die drei Seiten klingen. Wenn euch das zu tricky ist, dann lasst den weg, spielt da einfach ein ganz normales E-Dur, ist nur ein Angebot. So, die Akkorde kommen jetzt jeweils einen Takt, beziehungsweise im Refrain einmal nur einen halben Takt. Die Reihenfolge ist erstmal ein Takt A, ein Takt D, ein Takt Fis-Moll, ein Takt D, ein Takt Fis-Moll, ein Takt E-Dur. Das ist die Akkordreihenfolge für die Verse. Und die Reihenfolge für den Refrain geht's los mit Fis-Moll. Dann einen Takt lang D. Dann einen Takt lang B. Moll. Und dann einen halben Takt lang A und einen halben Takt lang E. Also entweder so. Oder halt an der Stelle dann einen halben Takt lang A und dann einen halben Takt lang dieses E mit der Terz im Bass. E über Gis, wenn man so will. So, und das Strumming-Pattern könnt ihr euch so ein bisschen selbst aussuchen. Ich habe mir jetzt eins überlegt, was so ein bisschen schrammelig ist, aber ich finde, es passt zu dem Song ganz gut, wenn man es nur mit Gitarre spielt. Und zwar, ich spiele einfach Achtel durch. Und zwar 1 und 2 und 3 und 4 und. Das heißt, die ersten vier Schläge spiele ich einfach ganz normal den Akkord. Und auf die 3 spiele ich dann den Akkord. Und dämpfe den aber sofort ab, spiele den also sehr kurz. Dass er noch klingt, aber halt nur so ganz ein 16. lang. Der muss auch nicht, sagen wir mal, fürs bessere Verständnis, dämpft den Schlag einfach ab, indem ihr mit der Hand nochmal
auf die Saiten schlagt. Das ist eine Technik, die habe ich in anderen Videos schon mal gemacht. Der muss auch nicht wirklich klingen. Das ist so super Mini-Feintuning. Ihr könnt auch einfach einen Schlag machen. Das ist bei mir auch immer unterschiedlich, weil ich da jetzt nicht so super akribisch jeden Schlag haben muss. Es ist halt wichtig, dass man auf die 3 nochmal so einen Impact gibt. Und den erreicht man am besten, indem man nicht nur die Saiten abgedämpft spielt, sondern wirklich nochmal schlägt und gleichzeitig mit dem Handballen über die Saiten, also oder auf die Saiten geht, damit man einmal so einen richtig harten Schlag hat und wirklich so ein starkes Geräusch einfach bekommt, mit starken Transienten, dass es halt so ein bisschen laut einfach ist. Und auf die 3 und 4, 4 und spiele ich dann einfach noch so abgedämpfte Schläge damit. Dann lege ich einfach die linke Hand auf die Saiten und schramme so über die Saiten drüber. Was ich jetzt ab und zu noch mache, ist, dass ich auf die 4, auf die 4 des alten Taktes noch einmal die Saiten leer spiele und dann auf die 1 einen Hammer und mit dem kompletten Akkord mache, der als nächstes kommt. Das funktioniert vor allem, finde ich, bei A und bei E gut, dass man. Das heißt, ich spiele auf die 4 und einfach die Saiten leer. Das klingt erstmal nicht besonders schön, aber da das nur ganz kurz kommt, ist es nicht so schlimm. Ich spiele dann 4 und auf die 1 mache ich dann das Hammer-on mit dem kompletten Akkord. Das muss man ein bisschen üben, wenn man das noch nicht gemacht hat. Spiel dann aber die 1 nicht an, sondern die 1 soll nur durch das Hammer-on klingen. Und das war's. Das ist, wie gesagt, nur meine Schlagtechnik, die ich da verwenden würde. Ihr dürft es auch gerne so spielen, wie ihr möchtet. Schneller, langsamer, aggressiver, softer, völlig egal. Dieselbe Schlagtechnik kann man jetzt im Refrain verwenden, wo es dann losgeht. Jetzt kommt ja dieses halbtaktige Ding mit A und E. Da würde ich jetzt einfach halt halbtaktisch das durchspielen. Das heißt, einen halben Takt lang A. 1 und 2 und dann 3 und 4 und eben das E-Dur in dem oder mit dem. Genau. Ah, bevor ich es vergesse, es gibt noch eine kleine Variation, und zwar machen Sie es bei der Version, die ich zumindest gehört habe, machen Sie in dem ersten Teil des Refrains, lassen Sie die Akkorde nur liegen einen ganzen Tag. Gut, dass es mir noch eingefallen ist. Da spielt man es nämlich einfach auf die 1 den Akkord und lässt den liegen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dann geht's erst weiter mit dem Strumming Pattern. Und so weiter und so fort. Genau, das ist der komplette Song. Da passiert gar nicht mehr so viel. Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Und das war's. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem Video. Und wenn ihr Fragen oder Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Besucht meinen Channel und lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und ja, besucht auch meine Homepage www.gitarrentunes.de. Gibt's nochmal alle Videos und einen kleinen Shop, wo ich Sachen reingestellt habe, die ich probiert habe und die ich als empfehlenswert, also für empfehlenswert fand. Und ja, dann bis nächstes Mal. Ciao.